Hallo zusammen, heute geht es um die Entlüftung von Kühlschränken. Und zwar habe ich hier einen Kühlschrank, ein Slim 150. Das ist jetzt ein Modell von Vitrifrigo, das ist der gleiche, wie wir haben. Und der kam zu uns. Und zwar hat dieser Kunde, das ist ein Schweizer, der hat den in Hamburg gekauft, hat ihn dann importiert in die Schweiz und der lief dann nicht, komme ich dazu. Und der hat mehr bezahlt, als wenn er bei uns direkt gekauft hätte, aber das ist ein anderes Thema, weil alle Schweizer Firmen sind ja zu teuer, sagt er. Und dieser Kühlschrank, der hat hier Kupplung. Das heißt, das Aggregat ist extern und diese Kupplungen werden hier zusammengeschraubt. Diese Kupplungen hier und die kommen dann hier drauf, so und die hier. Und die kann man dann mit Gabelschlüssel anziehen. Wir verbauen auch diese Kupplungen, das ist vom gleichen Hersteller. Nur sie ist ein bisschen größer, robuster und hat einen besseren Durchsatz. Und diese Kupplungen, egal welche, die muss man anziehen mit solchen Gabelschlüsseln. Nicht, das da wäre noch eine Option, ist aber auch, die einen sagen, das ist ein Mox-Instrument. Nur mit solchen Schlüsseln, am besten drei Stück. Was ihr nicht machen dürft, ist diese Kupplungen mit solchen Werkzeugen, das ist so eine Wasserpumpenzange, Rohrzange, zusammenschrauben, weil wenn man hier drückt, drückt uns das hier zusammen und dann ist die Kupplung nicht mehr dicht. Und dann wirklich die Kupplung gut anziehen, aber nicht mit diesem Teil hier. Dieser Kunde hat das zusammenmontiert, hat das elektrisch verbunden, also hier ist es ganz einfach mit diesem Stecker hier, 12 Volt angeschlossen und da hat er den Kühlschrank entlüftet. Ja, also bei uns hat er dann gesagt, sich beklagt, dass er keinen Service hat und dann sage ich, ja Moment, hätte er ja nicht bei uns gekauft. Er hat jetzt den Kühlschrank ausgebaut und er bringt den vorbei und ja, Kältemittel draußen. Ja gut, da war keins drin. Dann sage ich, glaube ich nicht. Ja, er hätte das entlüftet. Was entlüftet? Ja, er hätte das entlüftet. Und zwar hat er hier diesen Anschluss, dieser Füllanschluss hat er aufgeschraubt und hier drauf gedrückt, bis keine Luft mehr rauskam. Das ist ein Füllanschluss. Das ist nicht zum Entlüften. Andere Hersteller machen aus diesem Grund keinen so einen Anschluss mehr. Da wird nur noch zugepresst und zugelötet oder direkt geschweißt. Jetzt hat er den Kühlschrank hier ausgebaut, wieder aus dem Wohnmobil, hierher gebracht. Wir haben den jetzt zusammengehängt, wir haben den befüllt und jetzt ist er wieder bereit zum Einbauen. Ja. Also diese vorgefüllten Kühlsysteme, ob die von uns sind, von Vitrifrigo sind, von Indel, Dometic und so weiter, die muss man nicht entlüften. Auch ein Kühlschrank muss man nicht entlüften. Schlimm ist ja dann, wenn die Leute das laufen lassen, wie beim Heizsystem, da lasse ich ja die Pumpe laufen und ich drücke hier wieder aufs Ventil, dann sinkt der Druck im Kühlsystem, also hier im Kompressor, und dann zieht es uns Luft und Feuchtigkeit ins Kühlsystem rein. Die Luft kriegt man wieder raus, wenn man vakuumiert, aber die Feuchtigkeit, wenn ihr ein Tropfen Kälte mit Wasser im Kühlsystem habt und der sitzt da, wo es einspritzt, weil es kalt wird, unter Null, dann friert uns die Leitung zu. Das heißt, das Kühlsystem läuft und ja, es macht einfach das Kühlsystem zu. Es kühlt nicht mehr und es kommt dann
so viel Kältemittel, dass der Tropfen nicht auftaut. Ja, ich mache euch hier ein Video über die Kupplungen, wie das schon, naja, habe ich irgendwo eins gemacht, bei 1000 Videos habe ich schon 2-3 Videos gemacht darüber. Und hier ein Kapillarrohr zu bei einem Kühlsystem. War auch also entweder war es eingefroren oder verstopft, das gibt es auch. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.